Guten Abend. Die Prognosen haben sich bestätigt. Die Wahllokale in Niedersachsen sind vollkommen leer geblieben. Niemand von den 6,1 Millionen Wahlberechtigten ist zur Wahl gegangen. Das daraus resultierende Wahlergebnis sieht wie folgt aus. Im Landtag und auch im Bundeskanzleramt laufen die Telefondrähte heiß. Es werden Sondersitzungen abgehalten, wie zum Beispiel zu dem Thema einer Wahlpflicht einzuführen, die es in diesen folgenden Ländern schon gibt. Ich schalte jetzt live zu meinem Außenreporter Florian Fleck, der die Stimmung auf den Straßen eingefangen hat. Guten Abend. Ich befinde mich in der Landeshauptstadt Hannover und ich habe mich einmal bei den Passanten umgehört, wie sie die aktuelle Situation beurteilen. Dafür habe ich folgende Fragen gestellt. Was sagen Sie dazu, dass niemand wählen gegangen ist? Naja, ich denke, dann würde Chaos ausbrechen. Dann kann man keinen Landtag stellen. Wenn man älter ist, über solche Kleinigkeiten, oder Kleinigkeiten sind es ja nicht, aber über solche Sachen ärgert man sich im Alter nicht. Dann ist es, glaube ich, mit Demokratie vorbei. Was halten Sie davon, eine Wahlpflicht einzuführen? Gute Frage. Grundsätzlich nicht verkehrt, aber ich denke, jeder Bürger muss wissen, was er tut. Ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem die jungen Leute nicht alle kommen. Nichts. Undemokratisch. Ja, würde ich ganz gut finden. Weil mich das sehr ärgert, dass die Menschen so unpolitisch sind. Ich habe mit Herrn Professor Dr. Wernstedt über die Situation gesprochen. Und er sagt, dass die Wahl auf jeden Fall gültig ist, weil alle Wahlberechtigten angeschrieben und eingeladen wurden. Denn die Wahl hängt nicht von der Beteiligung ab. Weiterhin gibt es keine Regelung für diesen Fall, da jeder Erwartung widerspricht. Denn man geht zumindest davon aus, dass die Kandidaten wählen gehen. Schließlich sagt er, dass diese Situation zu einer Staatskrise führen wird und dass die Wahlen notwendig für eine politische Stabilität sind. Vielen Dank. Und das war's für den Moment. Wir melden uns in einer Stunde wieder.